Pitch Frog. Willkommen zum Teil 3 der Pitch Frog Einführungsreihe in Blender 2.8 für Anfänger. Und in diesem Video will ich auf die Navigation und auf den 3D Viewport eingehen. Das ist dieser Bildschirm hier. Und hier befinden sich unsere Objekte. Und die meiste Zeit, wenn wir 3D-Szenen arbeiten, werden wir uns in diesem Fenster bewegen. Und schauen wir das uns einmal in Ruhe an. Also wir haben hier verschiedene Optionen. Einmal können wir hier zwischen der orthografischen und perspektivischen Ansicht wechseln. Was ist das? Also wenn wir jetzt hier diesen Würfel sehen, sehen wir, dass er sich perspektivisch verjüngt. Das heißt, die Kanten, die näher an uns dran sind, sind größer. Die Kanten, die weiter von uns entfernt sind, sind kleiner. Wenn wir hier drauf drücken, verschwindet das und wir haben hier eine absolut gleiche Darstellung. Das kann für die Modellierung und für die Animation sehr nützlich sein. Und wir sehen auch hier User oder Graphic. Wenn ich hier drauf gehe, User Perspective. Wir haben hier die Kamera. Wenn wir hier drauf kriegen, schauen wir durch die Kamera durch. Das ist genau das, was auch gerendert wird. Ein Bild rendern wir mit der Taste F12. Drücke ich mal drauf. Haben wir jetzt hier unseren Würfel, der sich in einem neuen Fenster öffnet. Das schließe ich. Dann drücke ich nochmal auf die Kamera, dann haben wir die Hand. Damit können wir den Bildschirm verschieben. Und wir haben hier das Plus. Damit kann ich, wenn ich die Maus nach oben und unten bewege, näher oder rauszoomen. Außerdem haben wir die verschiedenen Achsen. Da sollte man sich merken, dass die rote Achse die X-Achse ist, die grüne die Y-Achse und die blaue, die Z-Achse. Kann ich jetzt also die X-Achse verschieben, die Y-Achse oder die Z-Achse. Das Ganze kann ich natürlich auch mit Shortcuts und mit der Tastatur machen. Also mit der mittleren Maustaste bzw. mit dem Mausrad kann ich rein und rauszoomen. Wenn ich die Steuerungstaste drücke und dazu die mittlere Maustaste bzw. das Mausrad nach oben oder nach unten bewege, kann ich stufenlos rein und rauszoomen. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke und mich nach links, rechts, oben, unten bewege, kann ich um das Objekt herum scrollen. Wenn ich die mittlere Maustaste drücke und gleichzeitig die Shift-Taste, kann ich das Ganze bewegen. Das ist das Ganze wie die Hand, also mit der Shift-Taste. Ich habe verschiedene Shortcuts auf dem Numpad. Das ist, wenn wir die Taste sehen, dieser Bereich. Wenn ich auf die 1 drücke, kann ich die Ansicht von vorn einstellen. Dazu muss der Mauszeiger im 3D-View sein. Die Ansicht von vorn mit der 1, mit Steuerung 1, die Ansicht von hinten mit der 7. Die Ansicht von oben, Steuerung 7, die Ansicht von unten mit der 3, die Ansicht von rechts, Steuerung 3, die Ansicht von links. Mit der 0 kann ich die Kameraperspektive einschalten, nochmal die 0, komme ich wieder zurück. Und wenn ich ein bestimmtes Objekt mit der linken Maustaste selektiere und auf die Kamera-Taste drücke, das ist diese hier, zoome ich an das Objekt ran. Wenn ich also die Kamera selektiere und dann rauszoome und Komma drücke, komme ich direkt an die Kamera ran. Also habe ich die 1, die Ansicht von vorne und von hinten, die 7, die Ansicht von oben und unten und die 3, die Ansicht von links und rechts und die 0 für die Kameraansicht, Komma für Ranzoom an das Objekt. Wenn ich die Shift-Taste und die Steuerungstaste drücke, kann ich die 3D-Kamera rauszoomen und reinzoomen. Das heißt, wenn ich jetzt die 3D-Kamera stark rauszoome und jetzt
das Mausrad drehe, kann ich also jetzt ein Objekt markieren, Komma drücken und dann bin ich wieder dran, kann rauszoomen und kann mit Umschaltsteuerung hier sogar durchzoomen. Und zu guter Letzt mit der Taste 5, das sehen wir hier, User Perspective, mit der Taste 5 kann ich in Orthographic umschalten. Das ist dasselbe, was wir hier mit dieser Taste konnten. Ich habe hier ein weiteres Fenster geöffnet. Wenn ich über diese Linie gehe, kann ich dieses vergrößern und verkleinern. Wenn ich hier an die Kante gehe, kann ich dieses verschmelzen. Und wenn ich wieder an diese Kante gehe, kann ich hier ein neues Fenster öffnen. Was ich, wenn dieses Kreuz hier entsteht, je nachdem, ob ich rechts oder links ziehe, wieder verschmelzen kann. Ich kann hier auch drauf gehen und das nach unten verschmelzen und kann hier mit diesem Symbol hier einen anderen Editor einstellen. Ich schalte mal wieder den 3D-Viewport ein und verschmelze das wieder. Eine sehr wichtige Sache, wenn ich an diese Seite gehe, mit der rechten Maustaste klicke, kann ich Split Area drücken und kann jetzt hier und kann jetzt wiederum den Bildschirm teilen. Gehe ich hier drauf, Join Area, kann ich dieses wieder verschmelzen. Dieses wird später noch sehr wichtig sein. Mit dieser Option kann ich Objekte auswählen. Mit dieser Option kann ich den 3D-Cursor bewegen. Wenn ich den 3D-Cursor an eine bestimmte Stelle bewege, kann ich dort Objekte einfügen. Oder es können sich bestimmte Objekte um den 3D-Cursor rotieren oder ähnliches. Wähle ich den Würfel mit der linken Maustaste an. Dazu muss ich natürlich erst hier drauf drücken. Wähle den Würfel aus und drücke auf dieses Symbol. Erscheint hier unser Gizmo, unser Widget. Und kann jetzt hier den Würfel auf den verschiedenen Ebenen bewegen. Auf der Z-Achse, auf der X-Achse rot oder auf der Y-Achse grün. Mit diesem Widget kann ich das Objekt rotieren um die verschiedenen Achsen, die hier wieder die entsprechenden Farben haben. Mit diesem Widget kann ich skalieren. Und hier habe ich alle Optionen, rotieren, skalieren und bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Tool habe und die Maus hier drüber lasse, steht hier Annotate. Mit diesem Annotate-Tool, wenn ich hier drauf drücke, kann ich im 3D-Viewport malen. Dadurch kann ich mein Objekt markieren oder ähnliches. Wenn ich hier länger drauf bleibe, kann ich Linien malen oder Polygone. Und kann das Ganze löschen. Mit dem Mausrad kann ich die Größe ändern. Ich habe hier ein Menü, was ich hier öffnen kann. Das Ganze kann ich auch mit der Taste N. Und dann habe ich hier die Tools, Workspace, View. Und dann habe ich hier meine Annotations bei View. Und wenn ich hier nochmal drauf gehe und Annotate einstelle, kann ich jetzt hier beispielsweise die Farbe ändern, das dunkler machen, die Stärke erhöhen und so weiter. Dadurch kann ich mir verschiedene Hilfszeichnungen in meiner Blender-Szene erstellen. Auch darauf gehe ich später nochmal ein. Hier haben wir ein Tool, um Entfernungen zu messen. Kamera von Würfel, zum Beispiel 17 Meter. Ja, das haut nicht ganz hin, aber hier kann ich mir solche Entfernungen anzeigen lassen. Dieses Menü kann ich mit T ein- und ausklappen. Wie gesagt, dieses Menü mit N. Merken wir uns, das ist das T-Panel, das Toolshelf.
das N-Panel, das Properties Shelf. Hier habe ich verschiedene Reiter, Item. Hier kann ich die Location von den Würfeln ändern. Die Rotation kann ich hier genau einstellen. Die Skalierung. Hier sehen wir die Dimensions in Metern. Hier haben wir Tool, das aktive Tool. Wenn ich zum Beispiel hier drauf gehe, mir hier Orientation und View. Hier kann ich verschiedene Einstellungen machen, auf die ich später eingehe. Ich klappe das Panel mal ein mit N und gehe mal kurz auf die Leiste ein, aber nur sehr grob. Wenn ich hier dieses Objekt habe, kann ich hier den Modus des Objekts wählen. Wir befinden uns im Moment im Objektmodus. Im Objektmodus kann ich es bewegen, skalieren oder rotieren. Darauf gehe ich im nächsten Video ein. Ich habe hier verschiedene andere Modi. Am Anfang wird sicherlich wichtig sein der Edit-Modus, den ich auch mit der Tabulator-Taste erreichen kann. Hier kann ich die einzelnen Vertices bearbeiten und das Objekt genauer modifizieren. Gehe wieder auf den Objektmodus. Für diese Sachen gehe ich jetzt mal nicht ein. Immer noch hier drauf ein. Erstmal auf das. Hier habe ich die verschiedenen Ansichtsmodi. Das ist dieser sogenannte Solid-Modus. Hier kann ich in den Wireframe-Modus gehen und kann durch das Objekt durchsehen. Das ist der sogenannte Look-Dev-Modus. Hier sehe ich dann später die Texturen. Und hier auf diesen letzten sehe ich das Ganze gerendert. Also hier werden auch diese Lichter beeinflusst, wie man sieht. Kann ich also die Lichter bewegen und das wirkt sich hier aus. Wenn ich will, dass ich diese ganzen Objekte nicht sehe, sondern nur was gerendert wird, kann ich auf dieses Symbol gehen und kann jetzt zum Beispiel Alt A drücken, um alles abzuwählen. Und jetzt habe ich wirklich nur noch mein gerendertes Bild. Auf den Rest gehe ich dann später ein. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses Video. Im nächsten Video gehen wir dann auf diese verschiedenen Objekte ein. Pitch Frog.